Ja, Mann, die Küche sieht auch schön aus, wa? Ja, Mann, so mitten in der Stadt. Und das Fahrzeug hier zum Beispiel, der ist zum Öffnen. Weil das ist ja, hier ja genau. Ja, das sieht aber jetzt der Daniel nicht. Der Daniel ist nicht bei uns. Haltet euch doch nicht an solchen Sachen auf. Dann muss dann das Fahrzeug... Egal, geh mal, ja, wollte ich mal sagen, geh mal ganz kurz mit deinem Blick drüber, dann sehe ich die. Also im normalen DayZ implementiert, ich weiß ungefähr jetzt, was er meint. Von daher... Okay, mein Dost ist gelöscht. Meine auch, ja. Ich dackel hier gerade, neben mir liegt Berenzino, ich dackel hier gerade über die Wiese. Und hier auch. Ups, Tür auf, und da liegt sogar was drin. Scheiße, ich brauch was zu essen. Dani, was hat dir für eine Map gefehlt? Nordost. Sicher? Ja. Bist du ganz sicher, dass dir Nordost gefehlt hat? Ja. Das war die nämlich, ne? So, ja. Guck mal, sieht das Haus nicht traumhaft aus? Nö. Mit schön mit Vorgarten, nö. Einfahrt und so. Sieht das Haus nicht traumhaft aus? Nö. Doch, nicht schon. Nope. Ach, ich hab mir mein Ding hinten rausgezogen, scheiße. Dein Ding hinten rausgezogen? Ach ja. Meinst du wieder dieses schwarze 40 cm hey, schwarz Durchmesser? Schwarz. Ey Junge, du bist echt kaputt. Der Erste ist vorhin voll geredet von so einem schwarzen 40 cm, 6 Meter, 6 cm Durchmesser. Geland leer schon. Also ich merke. Ey, was ein Weg hier. Ihr seid voll dabei, ne? Wer ist deine Kirche? Kann man nur so links, ne? Kann man die nur? So, ich stehe. Nee. Ich stehe halt auf dich mit 6 Meter Durchmesser. Also, wer ist in die Küche reingegangen? Also, ich nicht. Ich auch nicht. Ich was ist denn? Halt mal ganz kurz. Atlas. Ja. Atlas B-Bot, was ist denn das? B-Bot ist. Zweibein, Stütze. Ja, genau. Braucht ihr einer? Nö. Ist ja geil, ich bin auf dem russischen Server mit 3 Leuten. Ich hab ja gesagt, ich hab euch einen B-Pod mitgebracht, aber den wollt ihr ja keiner haben. Toll, ganz toll. Nee, ich brauch den nicht. So, müssen wir jetzt links, rechts oder geradeaus? Wo wollt ihr hin? Wie ja, was ist denn jetzt mit der Kirche? Nicht, dass da einer ist, guck mal, da hinten kommt einer an. Ah, Zombie! Ich mach's kaputt. Nein! Jetzt ja. Wäre uns hier nur noch irgendwo ein Militärlager oder sowas ähnliches? User in your channel, time down. Ah, wir müssen geradeaus weiter Richtung Vibor. Also Straße weiter folgen, weil ich ein bisschen weiter hinten bin. Ja, wollt ihr jetzt zum Militärlager? Nee, nee, gibt's in Berenzino 1, weiß das einer? Berenzino Militärlager? Nein, es gibt nur im Westen der Karte gibt es 2 Lager, deswegen bleibe ich ja auch hier im Westen. Okay. Wenn wir jetzt, wenn du jetzt zum Militärlager willst, dann müssen wir hier lang. Ja, ich weiß, ich will aber erstmal nach Vibor. Obwohl, wir können, na egal, wir gehen erstens ins Militärlager. Wartet dann mal da auf der Kreuzung auf mich. Ja, ja, wir warten hier vorne. Wir machen wir doch schon, wir verteilen uns hier gerade auf der Kreuzung. Aber hier, Sascha, hier, das Lager ist aber leer, so gesehen. Aber sind da nicht vielleicht noch Klamotten von euch übrig? Das kann, ich weiß nicht, also ich war da nicht gucken, ich war nur hin und da hast du das schon gerufen und dann bin ich ja dir entgegengekommen. Da waren auf jeden Fall noch. Wo ist Alf? Munition und so. Alf? Ich komme sofort, ich bin gerade auch mal. Wo ist also, der? Du sitzt da mitten auf der Straße, oder? Ja, warte mal, es fehlen noch 2 Leute. Wo sind der Teamwolf? Ich hab einen Kompass. Der sitzt hier auf der Straße direkt vor mir. Jetzt kommt er. Und ich bin hinter euch im Haus mit dem Schuppen reingegangen. Wie spät haben wir es? Zombie? 2:46 Uhr, ich hab bald Feierabend. Ja, in 2 Stunden, ich weiß. So, ich komme jetzt. Alle warten so frei. Ja, ich weiß. Was machst du eigentlich als Nacht? Was machst du eigentlich als Nachtwächter? Muss ja nur aufpassen, dass nichts passiert, oder? Ja, und alle 1,5 Stunden eigentlich eine Runde drehen. Eigentlich, ne? Und was bewachst du da? Wo seid ihr denn jetzt? Wisst ihr, was ich gefunden habe? Bin am Supermarkt. Was denn? Die Straße weiter runter einfach. Ja, TTSKO Fans. Oh, cool. Also, ich wusste gar nicht, dass die gibt. Wie viel alt hast du? Wo hast du die gefunden? In dem Haus hier. In dem grünen, ne? Da, in dem ich gerade bin. Ich brauche eine TTSKO Jacke.
Ja, die brauche ich auch. Kaputt. Meine ist nämlich kaputt. Ja, guck dir jetzt die DSKO-Jacke, Hose an. So, was bewachst du jetzt? Ich bewache eine Baustelle. Vom ja, Deutschen chillig. Bundestag und dem Senat. Ist ja chillig. Kann es jeder machen? Ja, natürlich kann es jeder machen. Wenn du gut, die, nötige, nötige Qualifikation mitbringst. Ja, hier der. Also zocken kann ich, reicht es denen? Ja, die wissen ja nicht, dass ich zocke oder sonst irgendwas mache. Ich dürfte nicht mal hier ein Buch haben und lesen. Als Kalb, oh, wenn ein Chef vorbeikommt. Ja, da weißt du was? Hoffentlich gucken die keine Videos, ne? Keine YouTube-Videos. Ja, ich hab die YouTube-Videos sehen, bestimmt. Ja, klar, die gucken ausgerechnet deine und DayZ vor allen Dingen. Mhm. Ja. Seid ihr alle denn die vorne schon? Können wir weiter? Ich oder? Ja. Ich war mit meinem Kumpel unterwegs, da waren welche mit einer Firma da und die Azubis waren so stark besoffen, dass sie nicht mehr genau wussten, was sie getan haben und uns die ganze Zeit Freigetränke gegeben haben auf Firmenkosten. Das war übel witzig. Wartet mal, bleibt mal stehen, wir sind nur zu dritt, da fehlen dann noch welche. Ich bin doch an der Kreuzung. Ja, wir sind ein Stück weit, also die sind hier ein Stück weiter, ich war hier in dem Haus drin, oder? Ist das Wolle oder wer bist du? Ich bin das hier. Alf ist bei mir. Ja, dann kommen hier die Straße rechts rein. Oh, Teamwolf ist bei uns. Warte, ich komm euch holen. Nee, ich weiß wo, komm schon. Alles klar, ich seh euch. Mein Gott, los, komm, ich geb euch den. Warte, ich geh mir doch aus ein bisschen, ne? Komm, los. Also jetzt gehe ich schon auf die ersten Server, aber es ist trotzdem alles gelootet bei Celeno. Hier sind so viele Leute drin in dem auf dem Server hier gerade. Aber echt, ey, wie geil das ist. Und wir sind hier einfach fünf. Ey, weißt du, was das Geilste war? Ich war letztens mit Anni unterwegs, ja, mit Animal Mother. Und das Ding ist, wir waren wirklich, die sind die ganze Zeit rumgerannt, der Server war komplett voll. 40 von 40. Wir sind rumgerannt, komplett von Balota unten bis hoch noch zum Airfield. Wir haben nicht einen einzigen Spieler gesehen. Gar keinen. Ja, ich bin auch gerade am Berenzino vorbei und habe noch keinen gesehen, nichts gehört. Wir haben auch jetzt einen gesehen. Es ist nie jemand im Westen unterwegs, aber komischerweise die Lager sind die Türen immer offen. Ja. Ja, Hopper. Das sind Hopper, ja. Ja. Boah, das Server ist noch alles zu. Aber hier, weißt du was? Hier ist aber, hier sind wir vorhin aber nicht hergelaufen, oder? Nee, wir sind vorhin hin auf eingerannt, das geht doch mit euch. Ja. Kann man denn hier auch an Bäumen Äpfel finden? Nein. Das habe ich ja gesagt, hier sind überall Äpfel dran, ne? Aber vielleicht kommt es noch, dass man. Weil es gibt doch diesen Burlap-Sack. Vielleicht kann man damit später auch. Sieht das aus, als wenn der so ein Mini-Motor damit, fährt, ey. Damit kannst du säen. Da Samen reintun und sowas. Ja, ich weiß, Samen und Kartoffeln. Weiß ich ja. Vielleicht kommt es ja später noch, dass du hier direkt drücken kannst. Hat ich schon mal Kartoffeln oder Samen gefunden? Nee, ne? Nein, gibt's noch nicht. Ist euch implementiert. Ah, ja. Hier sind doch Äpfel, weiß, oder? Ich weiß, wo sie es finden. Ich weiß, wo man die finden kann später. Oder Leute, einmal links, querfeld, schräg ein. Ja. Meinst du, die Wiesen, die da oben ganz im Norden sind, oder wo? Richtung dem Hügel da hinten, ne? Ja, genau. Ja, weiß ich. Der Xani kennt sich hier oben aus. Ich war ja hier auch schon mit. Ja, ich bin hier jetzt 10-mal hin und zurück gerannt. Ey. Ja, und oben hinten ist auch, wie hat der Berg, dahinter bauen immer gern welche, die eine Admin-Base hinten mit. Und die Plattform ist schön flach da hinten. Aber warte mal kurz. Geht mal alle runter, legt euch mal alle hin. Dum, 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 dum. Bei der Scheune da hinten, die links von uns ist, wo ich gerade ja. zukrieche, da hatte ich gerade eine Bewegung. Da ist irgendwas gerade geduckt gelaufen. Bleib stehen, drück das Gras nicht runter. Ey, hallo. Ja, habe ich Halluzination? Also nichts zu sehen. Also ich sehe auch nichts. Ja. Sicher ist aber sicher, ne? Das Ding ist aber, was mir aufgefallen ist, wenn ich mich jetzt auslogge und wieder einlogge, dann speichert der Server ja eigentlich meine Sachen, weil wenn ich jetzt Server Reset habe, sind meine Sachen ja wieder weg. Genau. Das Problem hatte ich noch nie gehabt.
Das heißt, ich müsste mich jetzt eigentlich rein theoretisch einmal ausloggen und wieder einloggen, oder? Und dann müsste die ja eigentlich gespeichert haben, ne? Ja, eigentlich rein theoretisch. Oh, er ist ja weg. Oh. Okay, ach, Leute, wir siehste, sind noch deswegen, zu viert. Deswegen habe ich auch noch nie meine Sachen verloren, weil ich halt seit Tagen dieselben rumtrage. Ja, das Ding ist, wenn du an. Da kommt ein Zombie! Ja. Was, wo? Beim Teamwolf. Leg dich hin. Achso, das war ja Wolli, ich wollte sagen. Wenn du nämlich an einem Tag alles sammelst, ich denke mal, wir können ganz normal weiter. Wenn du an einem Tag, glaube ich, alles sammelst, also während des Servers, und dann Server reset ist, dann ist alles weg. Wer rennt links von uns? Wer rennt links? Ist das Teamwolf oder ist Alf? Ich bin Alf. Teamwolf. Also du meinst, dass die Sachen... Ich habe grüne Regenjacke an. Du meinst, dass die Sachen nicht gespeichert werden, wenn der Server down geht? Ja, sag ich mal so, der Server geht an, er ist eingeschaltet, du frisch gehst drauf. So, dann sammelst du dein komplettes Loot zusammen und dann wirst du gekickt, weil der Server Restart macht, ja? Ohne, dass du dich vorher ausloggst. Dann genau. Werden deine Sachen nicht gespeichert. Weil die Datenbank ja so gesehen theoretisch ja noch nicht drauf hat. Genau. Also, okay. Denke ich mir zumindest. Vermutlich also, ich habe es jetzt noch... Weil es ist der einzige logische Schluss, weil wo ich nämlich immer alles hatte und tagelang mich eingeloggt habe, ausgeloggt habe, bla bla bla, immer hin und her und schon alles hatte, da ist es nie passiert. Bei genau. Mir ist auch noch nie passiert. Ja eben, und dann... Hatte auch schon ein, zwei Mal gehabt. Dann hatte ich nichts mehr, habe alles an einem Tag gesammelt, bin vom Server geflogen und stand wieder nackig da. So wie jetzt zweimal hintereinander. Ach, da war ein Wipeout vor dem letzten... Ja, wissen wir ja. Das ist ja aber schon lange her. Seitdem habe ich ja alles neu gesammelt. Selbst den Wipeout habe ich ohne resettet zu werden überstanden. Bekommt ihr eigentlich auch diese Meldung? Watch out for that Zombie? Nee. Hatte ich gerade unten links. Pass auf, da kommt ein Zombie. Voll witzig. Bekomme ich jedes Mal, wenn ein Zombie in der Nähe ist. Will ich auch noch nie. Einer fehlt noch, oder? Kommt mir das nur so vor. Der Wolf ist nach links weggerannt. Vielleicht hast du da irgendeinen Skill gelernt oder sowas. Der Teamwolf? Du bist. Wo ist der? Also mein Charakter lebte eigentlich seit dem ersten Tag an. Also den zweiten Tag besser gesagt. Am ersten Tag bin ich glaube ich zwei, dreimal gestorben. Und ab dem zweiten Tag bis gestern. Nee, heute. Bis heute hat er durchgängig alles gehabt, oder? Wann ist es uns passiert? Heute oder gestern? Ja, heute. Gestern kann ich sagen. Ne? Ja, aber ja, gestern, nein. Gestern ist er jetzt eher aber nicht doch. Oder? Das war jetzt 3 Uhr morgens, ne? Ja, dann so gesehen gestern, ja. Also hat er bis gestern gelebt. Wann hat wir das erste Video gemacht gehabt, Alf? Wie lange ist es her? Nö, Montag war das. Montag, also seit Dienstag. Dienstag bis gestern lebte der Char. Oh, 5 Tage. Ja. Und deswegen brauchte ich auch nur trinken und essen alle 2 Stunden vielleicht. Ja. Brauchst du auch noch, das ist aber, weil dein Essen voll ist. Wenn du es einmal voll hast, da verbrauchst du extrem wenig, ja. Ich weiß, aber bis es dann halt rot ist, also von 0 bis rot, dauert es knapp 2 Stunden. Ich muss mal gerade was essen. Bei mir dauert das Ganze noch länger. Wo seid ihr beide denn? Team Wolf und Alf? Ich bin hinter euch. Ganz vorne ist, glaube ich, Zani, oder wer ist das? Jo, ich bin das. Oh, hier, manchmal geht aber auch die Schnellstartleiste nicht, ne? Das bin ich. Ja, da musst du dann zweimal drauf drücken. Das ist, wenn der Server laggt. Ja, das ist ein bisschen. Oder bei Essen. Das nimmt er nicht gleich in die Hand, da tut er. Ach so. Ich sitze hier extra im Schatten, damit ich nicht so gut gesehen werde. Ja, ich leg mich einfach hin, dann werde ich auch nicht gut gesehen. Doch. So. Doch, beim Liegen bist du ziemlich geil gesehen. Ist mir schon aufgefallen. Also, ein Kumpel von mir, Virgil, aus meinem Clan, der lag mit seiner Sniper beim NWA und hat auf das Zeltlager gezielt, ja? Mit seiner Sniper? Busemagant oder was? Ja, genau, mit dem Sniper-Visier oben drauf, was ich ja auch habe. Okay. Und man hat ihn nicht gesehen. Und zwar komplett gar nicht. Auf ein bisschen Entfernung ist das Gras so wie eine Decke über dich. Du wirst nicht komplett gar nicht gesehen. Ich habe mit dem ARCOG-Visier hingeguckt und habe ihn nicht gesehen. Obwohl ich genau wusste, weil er kurz vorher aufgestanden ist, wo er liegt. Ja, dann bin ich hingegangen und habe mir mal geguckt. Er konnte mich erst ab 100 Meter sehen. Ich bin hier.
Also es ist richtig krass gut gemacht, aber du brauchst hohes Gras. Dieses niedrige hier bringt nicht viel. Aber ab hohes Gras bist du so gut wie unsichtbar. Oh, da rennt ein Häschen. Ach ja. Oh. Feuer! Nee, lass mal. Kein Krach, Mann. Ich kann es noch nicht umbringen. Schon versucht. Ich weiß. Da haben wir auch schon probiert. Hochsitz. Du, ja, ich weiß, ich hab schon gesehen. Krach, ich mach den Krach, ich hab einen Schalldämpfer. Der bringt noch nichts. Doch, der bringt was. Nein. Wir haben das schon ausprobiert. Wir haben sogar die Meterzahl herausgefunden, ungefähr. Anni hatte auch einen Schalldämpfer, er hat geschossen, habe ich es gehört. Bin ich wieder genau 20 Schritt weggegangen, hat er wieder geschossen, so haben wir es getestet. Und ab 150 Schritt hörst du den Schalldämpfer null, den Schuss. Hörst du gar nicht mehr. Aber Zombies, komischerweise, hören ihn immer noch. Ja, Dean Hall hat bestätigt, dass der Schalldämpfer noch keine Funktion im Moment hat. Ja, für Spieler aber schon. Also die Schüsse hat man nicht mehr gehört. Ja, aber hast du den Schalldämpfer auch mal abgemacht und angeschossen? Ja. Okay. Ja, nee, so intelligent waren wir nicht. Ich traue dir zu. Auch ausprobiert. Deswegen, ja. Und es ist auch abhängig davon, wie kaputt der Schalldämpfer ist. Okay, meiner ist jetzt badly damaged, der bringt rein gar nichts. Dann was? Oh, ich hab mich verlaufen. Oh, wie, was, rennt zum Berg? Nein. Ach so, Alter. Ich bin in so einen Busch reingelaufen, weil ich gerade woanders hingeguckt habe. So, jetzt müssen wir vorsichtig sein, weil könnte ja jemand hier sein. Ja. Was ist denn eigentlich da unten? Ich geh erstmal in die Scheune rein. Ich genau auch. Oh, wer ist in der Scheune? Ja, wir. Wolle und ich zusammen. Haben wir doch gerade eben angesagt. Ja, ja. Ja, ich dachte, ich habe nicht gedacht, dass es so schnell. Tür ist offen, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ja, vielleicht habt ihr es offen gelassen? Oh. Ich nicht. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass wir es offen gelassen haben. Ich lasse auch immer die Kleiderschranktür offen. Oh, hier liegt eine Waffe unter dem Waschbecken.